Kinnara, ein mythisches Wesen mit einem Pferdekopf. Kinnara, ja, ist insbesondere ein Astralwesen. Du findest öfters in indischen Schriften die Rede von verschiedenen Engelswesen, Astralwesen, Lichtwesen, Feinstoffwesen. Dazu gehören zum Beispiel die Apsaras. Die Apsaras sind die, man könnte sagen, die Feenwesen, die Nymphen und so weiter, die von besonderer Schönheit sind, die tanzen in der Feinstoffwelt. Und so kannst du in der Natur, wenn du besonders subtil bist, die Apsaras auch sehen als Lichtwesen, die sehr leicht sind. Und es gibt ja auch in verschiedenen Regionen Deutschlands die Feenwiese. Zum Beispiel angenommen, du gehst zu den Externstein, da gibt es eine Feenwiese. Wenn du dorthin gehst, da fühlst du dich sehr leicht. Oder es gibt dort auch das sogenannte Frauenlabyrinth. Da gibt es auch eine Feenwiese. Da kannst du diese Feinstoffwesen, diese Lichtwesen förmlich spüren. Das sind solche Apsaras. Dann gibt es auch die Gandhavas. Die Gandhavas sind die himmlischen Musiker und Tänzer, die auch eine besonders schöne Energie haben. Die Gandhavas sind typischerweise männliche, man kann auch sagen, es sind die Elfen. Die Elfen sind ja eigentlich männlich, aber es gibt auch weibliche Elfen. Also verschiedene Feenwesen, Elfenwesen, all das würde man sagen, sind die Apsaras und die Gandhavas. Und dann gibt es als nächstes die Kinnaras. Die Kinnaras sind auch Feinstoffwesen, die haben eben einen Pferdekopf, die gelten als etwas grobstofflicher. Man wäre sicher mal wert zu schauen, welcher Kategorie von Feinstoffwesen die Kinnaras in der westlichen Esoterik und Spiritualität entsprechen würden. Also, wenn du mal in der Meditation tief wirst und dort vielleicht die Augen aufmachst und du siehst dort Lichtwesen, dann sind es vielleicht die Apsaras. Wenn du dabei Klänge hörst, dann sind es vielleicht die Gandhavas. Wenn dort Wesen sind, die vielleicht so Tierköpfe haben, vielleicht sogar Pferdeköpfe und irgendwo auch eine angenehme Energie verbreiten, aber nicht so licht sind, dann sind es vielleicht die Kinnaras. Also Kinnaras, ja, Feinstoffwesen, mythische Wesen, ja, die oft dargestellt werden mit einem Pferdekopf, die eine gewisse Stärke, Festigkeit, Wohlwollen verbreiten.